frei. Wie bist du zu deinem heutigen Style gekommen? Also guck mal, das war im Prinzip so damals. Ich bin rumgelaufen und hab mir gedacht, Alter, krass, Mann, jetzt noch eine richtig enge Hose, noch ein richtig enges Oberteil, Mann, und dann bin ich der Geilste. Dann kann ich so im Club flexen an der Bar. Also für mich war es damals halt immer wichtig, dass alles eng anliegend ist, okay? Und wenn ich dann im Club war, dann war für mich das Wichtigste, dass man durch das T-Shirt im Prinzip den Bizeps gesehen hat, okay? Dass ich dann im Prinzip besser Tussen anmachen konnte. Dann war das so für mich. Na, alles klar bei dir? Wie geht's dir so? Jo, hat irgendwie nicht funktioniert und ja, demnach habe ich mir dann gedacht, gut, hier muss auf jeden Fall eine Änderung vorgenommen werden. Dann habe ich damals so Leute kennengelernt, die sich sehr viel mit Mode befasst haben und so, und ich fand das voll interessant. Und dann habe ich mir so ein bisschen angeguckt, wie die das machen, was die da für einen Style fahren. Mir hat das sehr gut gefallen und demnach habe ich meinen Style dann einfach abgeändert und jetzt laufe ich rum wie der letzte Penner. Perfekt. So ist das Ganze im Prinzip zustande gekommen. Was würdest du heute machen, wenn aus YouTube nichts geworden wäre? Ja, das ist eine berechtigte Frage auf jeden Fall. Guck mal, für mich war es schon immer so, habe ich schon öfter mal erzählt, ich war schon immer ein Typ, der gerne Videos gedreht hat, der schon immer gerne vor der Kamera war, der schon immer gerne irgendwie andere Leute verarscht hat. Und ich wollte schon immer damals in der Schule, habe ich immer gesagt, ey Digga, eines Tages werde ich auf jeden Fall Moderator. Irgendwie so Moderator bei Galileo oder so, wie dieser Ayman Abdallah oder wie Stefan Gödde und so, ne? Wie die dort Moderatoren bei Galileo waren und ich so, Alter, ja Mann, das werde ich eines Tages, werde ich es schaffen, so ein Moderator zu werden. Und dann irgendwie habe ich ja mit 15 zufällig angefangen mit YouTube und so und damals war auch noch gar nicht so dieses, ah, okay, eines Tages kann man daraus irgendwie vielleicht mal in die Richtung gehen und dann wirklich halt auch selber vor der Kamera performen und so, sondern das war so mehr als Spaß, ne? Aber irgendwann hat sich dann halt so entwickelt, gerade als diese Zeit war, wo ich Tim kennengelernt habe, wo sich dann angefangen hat, so mit Fitness alles in eine andere Richtung zu entwickeln, gab es dann doch die Möglichkeit, dass ich selber sozusagen meine eigene Show habe vor der Kamera, in der ich einfach Scheiße labern kann und so ein bisschen eskalieren kann. So habe ich mich einfach so in diese Videorichtung entwickelt. Und ich denke, wenn das mit YouTube nicht geklappt hätte, dann wäre ich bestimmt irgendwo Richtung Fernsehen gegangen, wenn es geklappt hätte oder irgendwie irgendwas moderiert oder so, weil ich bin einfach ein Typ, ich muss einfach vor die Kamera gehen, so. Das ist einfach meine Leidenschaft. Mache ich einfach verdammt gerne. Auch wenn es euch abfuckt. Ich weiß, es ist ein Abfuck, wenn ich vor der Kamera bin. Es ist scheiße, es ist beschissen. Niemand will meine Fresse sehen. Trotzdem geben sich die Leute. Hier heute schon wieder 2300 Leute. Zum Beispiel hier schreibt einer, Pornos moderieren. Ja, das wäre zum Beispiel auch eine richtig geile Sache. Ich habe damals auch immer Pornos moderiert oder auch kommentiert, ja. Und jetzt hier hinten mit einer 556er umdrehen. Alles klar, kompletter Cringe. Schauspieler, also Film und so, wäre auch was. Oder eher Moderation. Ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich in letzter Zeit mit Gedanken am Spielen, ob ich eventuell tatsächlich in eine Schauspielschule gehen soll. Weil ich finde es voll interessant, so dieses Schauspielermäßige auch anzuwenden, so für die Videos und so. Also man kann da definitiv so ein bisschen was rausholen. Bin mir überlegen, ob ich das machen soll, ich bin mir noch nicht sicher. Ja, aber Schauspielerei ist jetzt eher nicht, also richtige Schauspielerei würde ich mich jetzt eher nicht so sehen. Ich glaube, da gibt es talentiertere Leute. Ich meine, klar, ich kann den hier. Wichst du? Ob ich wichse? Ja, klar wichse ich. Den kann ich, aber das war's dann auch schon wieder. Alter, Maria Catalea schreibt, Pornos synchronisieren. Alter, Pornos synchronisieren, das ist eine geile Idee, Mann. Also da hätte ich ja mal komplett Bock drauf. Ich meine, überlegt euch mal, ihr schaut ein Porno und ihr wisst in dem Moment, Alter, Nico hat den synchronisiert. Mega! What the fuck, bro? Ja, hast du auf jeden Fall drauf, deshalb vielleicht Synchronsprecher oder ähnliches. Ich habe ja schon mal einen Film synchronisiert, also eine ganz, ganz kleine Rolle zwar nur, aber in einem Film war ich ja schon mal mit am Start, also Synchronsprecherrolle läuft auf jeden Fall, ja.